Salzburg verlässlich mit sauberem Trinkwasser versorgen. Das ist eine der zentralen Aufgaben vom Greentech-Unternehmen Salzburg AG. Rund 90% des Trinkwassers der Landeshauptstadt kommen vom Fuße des Untersbergs aus St. Leonhard und Glaneck. Im Regelbetrieb ist es so, dass über die Grundwasserwerke das Wasser mittels Pumpen vom Grundwasser hochgepumpt wird und in weiterer Folge zu den Hochbehältern Kapuzinerberg und Mönchsberg geleitet wird. Dort wird das Wasser zwischengespeichert und von dort aus geht das Wasser dann in das Verteilnetz, wo es dann beim einzelnen Kunden dann ankommt. Die Versorgungssicherheit in Salzburg kann sogar bei einem längeren Stromausfall problemlos garantiert werden. Hinsichtlich Wasserversorgung merkt der Kunde gar nicht, dass es einen Stromausfall gegeben hat. Es ist ausreichend Wasser in unseren Hochbehältern zwischengespeichert und da kann die Versorgung noch mehrere Tage mit diesem gespeicherten Wasser aufrechterhalten werden. Wenn der Stromausfall dann länger dauern sollte, kann einerseits höher gelegenes Quellwasser vom Gaisberg genutzt werden. Zusätzlich wurde in den vergangenen Monaten rund 1 Million Euro in die Modernisierung der Trinkwasserbrunnen St. Leonhard und Glaneck gesteckt. Diese können jetzt im Notfall mit einem Notstromaggregat betrieben werden. Das wurde dieser Tage zum ersten Mal getestet. Es schaut sehr gut aus, also die gewünschte Wassermenge, die wir uns vorgestellt haben, können wir mit diesem Notstromaggregat zu den Hochbehältern Kapuzinerberg und Mönchsberg leiten. Derzeit fahren wir in etwa mit diesem Notstromtest 300 Liter pro Sekunde, sprich in etwa 1000 Kubikmeter pro Stunde, die wir jetzt fördern. Mit dieser Wassermenge kann jede Sekunde eine riesige Badewanne voll mit Wasser gefüllt werden. Damit ist Salzburg für einen potenziellen Ernstfall bestens gerüstet.